Hey Leute, ich bin's mal wieder, euer Baule. Heute zurück mit einem neuen Video und zwar 7 Days to Die. Auch mal ein ganz anderes Spiel. Ich werde euch heute einen Duplication-Glitch vorstellen. Natürlich auf der PS4 nach dem Patch 1.18, also die neueste Version zurzeit. Heute mit meinem Kumpel Felix, sag mal hallo. Das schön. Und zwar, was braucht ihr dafür? Erstmal muss euer Kumpel euch Items geben, die ihr natürlich verdoppeln wollt. So, welche willst du mir geben? Ich gebe jetzt einmal 7,62er Patronen Ja, und 500 Stück, Bier. okay. Und Bier. Das war's? Ja. Okay. Ihr braucht Truhen. In unserem Fall haben wir jetzt 7 Stück. Wir haben schon mal vorproduziert, damit wir halt nicht immer bauen, wieder herstellen und so. Ihr wisst ja, wie es geht. So, dann haben wir hier eine Truhe. Ihr seht ja, ist erstmal hier eure eigene Truhe. Die müsst ihr so lange zerstören, bis ihr erstmal die Verwendung verloren habt. Also quasi, dass ihr die nicht mehr sperren könnt. Dann müsst ihr sie so lange zerstören, dass ihr nur noch einen Schlag braucht, die zu zerstören. Also komplett. So. 4 haben wir noch. So, die Sachen, die ich schon mal drin hatte, werde ich auch verdoppeln. Also die hat mir Felix noch dazugegeben. Die zwei Verbände, das Bier und die 500 Patronen. Und ihr werdet jetzt alles einzeln reinpacken. Auch wenn es eine Weile dauert, werdet ihr alles einzeln reinpacken. Das ist nämlich der Sinn des Glitches. Also wie ihr seht hier, Honig, Wasser, Antibiotika und so weiter. Könnt ihr ja sehen. So, das habt ihr alles einzeln reingepackt. Werdet ihr erstmal aus dem Inventar gehen und euer Kumpel geht in die Truhe rein, nimmt alles einzeln raus. Das ist wirklich sehr wichtig. Nimmt alles einzeln raus und nachdem er alles einzeln rausgenommen hat, bleibt ihr im Inventar. Also euer Kumpel bleibt dann im Inventar, nachdem ihr alles einzeln rausgeholt habt. Sag mal, wenn du fertig bist. Ja. Bist du fertig? Fertig. Okay. Jetzt werdet ihr die Truhe einfach zerstören und dort liegt ein Rucksack mit den ganzen Sachen, die ihr dupliziert habt. Somit hat der Glitch funktioniert und ihr könnt alles duplizieren, was ihr möchtet. Ihr müsst einfach nur genügend Truhen auf Vorrat haben. So, ich danke dir, Felix. Sehr Kein schön, dass du Problem. mitgemacht hast. Leute, haut da rein. Bis zum nächsten Video. Ciao.